Ich liebe Chupa Chups. Ich hätte gerne einen größeren, aber der ist auch ziemlich gut. Und wo ist mein Lutscher nochmal? Wo habe ich ihn hingelegt? Ach ja. Oh, wo sind wir denn? Keine Ahnung, aber das sieht ganz schön cool aus. Und das war's auch schon? So eine mickrige Cola? Ich hingegen hatte da etwas mehr Glück. Mehr? Schau dir mal meine Portion an. Ich habe noch nie so eine große Cola-Flasche gesehen. Aber die, die am wenigsten Glück hat, kann anfangen. Mary, du bist es. Okay, das ist ganz einfach. Ich muss nur diese Flasche öffnen. Aber wie denn? Selbst meine Zähne helfen da nicht wirklich. Aber ich werde das noch schaffen. Na komm schon. Na also. Ich habe doch gesagt, ich würde herausfinden, wie das geht. Das war köstlich. Zu schade nur, dass es so wenig war. Emma, jetzt bist du an der Reihe. Oh, das ist mein absolutes Lieblingsgetränk. Und im Gegensatz zu Mary habe ich auch genug davon. Richtig gut. Ich habe Lust auf ein Experiment. Wie wär's denn, wenn ich in meine Cola etwas Honig hinzugebe? Cool. Ich bin mir sicher, das wird lecker. So. Jetzt muss ich das alles nur ein bisschen durchschütteln. Das müsste genügen. Und ich will sie ja natürlich nicht warm trinken, also muss ich sie ein bisschen abkühlen. Das war's. Jetzt kann ich sie trinken. Oder um genauer zu sein, jetzt kann ich sie essen. Oh, wow. Du hast die Angelée gemacht. Ganz genau. Und alles nur dank dem Honig. Ich bin absolut begeistert. Ich will gleich alles aufessen. Das Ding zieht sich voll lang. Oh, das muss ja sicher richtig lecker sein. Oh Mann, das war's auch schon. Mensch, jetzt klebt das Ding. Wollt ihr mir helfen, Mädels? Nee, sicher nicht. Okay, der Tisch hat mir dabei geholfen. Meine Hand ist immer noch klebrig, aber die könnte ich ja auch noch ablecken. Ja, wie auch immer, jetzt wird es Zeit, dass ich meine Cola probiere. Ich habe auch schon einen Strohhalm parat. Cool, nicht wahr? Oh nein, wie soll ich meinen Strohhalm wieder rausziehen? So werde ich es doch sicher nicht schaffen, die Cola zu trinken. Okay, gut, dass ich noch ein paar Strohhalme habe. Der ist jetzt lang genug. Emma, ich schlage vor, wir nehmen uns etwas von ihrer Cola. Hey, was ist das denn? Mädels, ihr solltet euch schämen. Hat man euch etwa nicht beigebracht, dass man nicht einfach so die Cola von jemand anderem trinken kann? Oh, ich glaube, der müssen wir eine Lektion erteilen. Alles klar, gut, dass wir ein paar Mentos mit haben. Das war's auch schon. Oh, gleich fliegt das Ding in die Luft. Oh nein, das Ding ist wirklich explodiert. Jetzt bin ich total klebrig. Du meine Güte. Und jetzt kann ich nichts mehr trinken. Wobei, das war lustig. Das war's wert. Oh Mann. Das ist ja wirklich eine winzige Portion. Oh, das sind ja würzige Nudeln. Da freue ich mich gar nicht.
meine Güte. Wenn das der Fall ist, dann sieht die Sache ganz schön schlimm für mich aus. Kate, aber du darfst diesmal anfangen. Alles klar. Ich bin schließlich kein Feigling. Außerdem habe ich ja nicht viele Nudeln. Oh, das ist ganz schön scharf. Mädels! Du meine Güte. Ihr werdet eine ganz schön unangenehme Überraschung erleben. Das sieht gar nicht gut aus. Emma, ich beneide dich gar nicht. Oh, je schneller ich das aufesse, desto schneller habe ich es hinter mich gebracht. So weit, so gut. Oh nee, ich glaube, jetzt weiß ich, wovon Kate gesprochen hat. Das ist mega scharf. Oh, so viel Feuer habe ich ja gar nicht erwartet. Ah, jetzt geht's mir besser. Das Wasser hat mir geholfen. Mary, ich will ja nichts sagen, aber jetzt bist du dran. Ich werde das so nie im Leben schaffen. Aber ich kann es zumindest versuchen. Ich zeig euch gleich, wer hier was drauf hat. Mädels, ich glaube, ich halte das nicht aus. Mir ist schlecht. Emma, ich brauche Wasser. Okay, wir sind Freunde. Und Freundinnen lassen einander nicht im Stich. Mary, wir werden dich retten. Oh, jetzt geht's mir um einiges besser. Jetzt kann ich weiter essen. Aber ihr müsst mich schön weiter einsprühen. Mary, auf uns kannst du dich verlassen. Na komm schon, sprüht doch endlich. Menno, ich glaube, ich habe kein Wasser mehr. Oh. Nein, das ist ganz schön schlimm. Jetzt brenne ich. Ach du meine Güte. Mädels, tut mir leid wegen euren Haaren. Ups. Ah, was für ein blöder Kaktus. Meiner ist auch noch um einiges größer. Du meinst, du hast einen großen Kaktus? Schau dir meinen an. Ich glaube, ich falle gleich in Ohnmacht. Okay, entspann dich. Das wirst du schon irgendwie schaffen. Los, Mary, fang an. Zeig uns, wie das geht. Ich habe eine Idee. Ich muss diesem Kaktus einfach die Stacheln rausreißen. Dafür nehme ich mir eine Pinzette. Das klappt doch schon mal gut, oder? Der schmeckt aber trotzdem nicht besonders gut. Aber die Idee mit der Pinzette hat funktioniert. Zumindest piekst er nicht mehr. Emma, jetzt bist du dran. Okay, ich werde die Stacheln einfach auch loswerden. Aber auf eine andere Weise. Ja! Fertig. Wow, Emma, du bist ja ein echter Ninja. Bravo. Dankeschön. Ich habe mich bemüht. Genug Gerede, Zeit zum Essen. Nein, selbst ein Ninja schafft sowas nicht. Das ist viel zu ekelhaft. Igitt. Aber du musst das trotzdem noch aufessen. Wer hat sich bloß diese blöden Regeln ausgedacht? Nein, ich glaube, ich hatte genug. Das ist das Ekelhafteste, was ich je gegessen habe. Kate, jetzt bist du dran. Womit habe ich das nur verdient? Ich tue es einfach genauso wie Mary. Ich nehme mir eine Pinzette und fange an, die Stacheln rauszureißen. Hm.
Ich habe eine bessere und eine schnellere Idee. Kate! Hier hast du eine Säge. Eine Säge? Nein, danke. Ich schaffe das auch so mit der Pinzette. Alles klar. Ich glaube, wir müssen ein bisschen abwarten. Und dann meinte er zu mir, nee. Und dann meinte ich zu ihm, doch. Kate, wann ist das denn endlich vorbei? Ich kann nicht mehr warten. Ach, komm schon. Hör auf zu jammern. Ich bin doch fast fertig. Das war's. Seht ihr? Hey, seid ihr einfach eingeschlafen? Ah, wie auch immer, ich probiere jetzt meinen Kaktus. Der riecht übrigens gar nicht so schlecht. Oh, der schmeckt richtig widerlich. Der ist ja so richtig bitter. Aber wenn die jetzt gerade schlafen, werden die doch eh nicht bemerken, wenn ich ihn einfach wegwerfe. Was ist hier passiert? Das war ich. Ich habe ihn gerade aufgegessen. Das war fürchterlich. Und dann habe ich den Topf weggeworfen. Arme Kate. Eindeutig. Wow. Was sollen wir damit anfangen? Ich weiß. Das sind Gummibärchen. Wir müssen sie nur ein bisschen vergrößern. Oh, schaut mal. Eine essbare Gesichtsmaske. Und jetzt, wo wir schöner geworden sind, wird es Zeit, den Rest zu vernaschen. Lecker und voll praktisch. Was ich wohl hab. Oh, was Schweres. Ich bin in Ordnung. Oh. Oh, die Größe ist genau das Richtige für mich. Es wird Zeit für einen Gummibärchen-Cocktail. So erfrischend. Und das esse ich noch. Alle Mann aufgepasst. Hier kommt ein Gummibärchen-Feuerwerk. Ich glaube, das habe ich verdient. Mh, voll lecker. Ich kann gar nicht genug davon bekommen. Geht, mach's gut. What? Wow. Wieso krieg ich so eine kleine Portion? Ich bin diesmal die Glücklichste. Und Honig ist auch nicht viel da. Awesome. Aber dafür schmeckt's. Yeah. Yeah. Lasst mich mal probieren. Den Honig hinzugeben. Oh, wie süß. Einfach fabelhaft. Oh. Beiß dir bloß nicht die Finger ab. Ich habe noch so viel Honig übrig. Oh mein Gott! Oh, ich esse einfach alles auf.
Ups, ich glaube, ich habe mich ein bisschen dreckig gemacht. Moment, besser so? Wartet. Jetzt sehe ich wunderbar aus. Und nun bin ich dran. Lilly, kannst du mir helfen? Gerne doch. Monika, mach den Mund auf. Schmeckt gleich um einiges besser. Und was haben wir hier? Ein Schoko-Edelstein. Ich habe eine Idee. Und jetzt nochmal öffnen. Das war eine blöde Idee. Aha. Oh, schmeckt voll gut. Yes. Okay. Jetzt bin ich dran. Oh. Yes. Come on. Wow. Lecker. I love you. Aber etwas Schmuck fehlt hier noch. Also. Jetzt kann man das jederzeit naschen. Ich finde, Wendy hat viel zu viel Schokolade. Das ist unfair. Oh no! Wo ist mein Edelstein hin? Ich kann auch nicht zulassen, dass er mir geklaut wird. Lilly, gib das wieder her. Gotcha! Zergeht nur so auf der Zunge. Das sind ja Nuggets. Oh, really? Mal wieder habe ich Pech mit der Portion gehabt. Ich glaube, mit etwas Soße wird das besser schmecken. Ich hatte recht. Lecker. Ich will auch was probieren. Okay, here we go. Monika, nimm dir was von der Soße. Yes. Gerne doch. Aha. Schmeckt perfekt. Oh. Darf ich noch was haben? Aber gerne doch. Oh mein Gott. Und für mich ist nichts übrig geblieben? Oh. Ich habe genug Soße für uns alle. Hey! Jetzt hast du es aber eindeutig übertrieben. Oh no! What? Aber schmecken tut es trotzdem.
Cuckoo. Die hat ja einen Mordshunger. Oh mein Gott! Ich hoffe, dass sie uns nicht auch noch mit auffrisst. What? Yeah. Oh no! Ich hasse Schimmelkäse. You. Ich krieg keine Luft mehr. Hey, you. Oh, really? Das ist ja voll widerlich. You. La, 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 la. Wir müssen dringend was unternehmen. What? Blöder Käse. What? Hey. Okay. Wir werden ihn wohl tatsächlich essen müssen. Fürchterlich. Ich will nicht essen. What? Okay, here we go. Das schmeckt sowas von gar nicht. Und riecht fürchterlich. Oh, mir wird ganz schwindelig. Ich probiere ein Stückchen. Das war nicht ein Stückchen. Dieser Käse hat Mary verrückt gemacht. Sie hat sich in eine Maus verwandelt. Wir brauchen dringend einen Mäusefänger. Cool. I love you. Hast du Gerichte, die du nicht ausstehen kannst? Schreib uns die in den Kommentaren. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss.